Danke, Frau Präsident, sehr geehrte Zuseher. Die Petition zum Lärmschutz Südbahnstrecke Neukirchen. Gerade in diesem Gebiet ist es erkenntlich, dass die Anrainer dieser Südbahnstrecke in Neukirchen seit langem unter dem Lärmschutz, leiden und dort kein Lärmschutz besteht. Und das Interessante oder das Seltsame bei der ganzen Geschichte ist es, dass bis zur Stadtgrenze hin besteht der Lärmschutz, dann im Gemeindegebiet, im Stadtgebiet ist kein Lärmschutz vorhanden und dann kaum beginnt die Gemeinde Ternitz, also kaum ist die Stadtgemeinde Neukirchen wieder aus, beginnt der Lärmschutz wieder. Und unser Ansinnen ist das und unsere Aufgabe war das, dieses Problem aufzuzeigen. Und hier, glaube ich, finde ich das auch sehr gut, dass das auch die anderen Parteien so sehen, dass dort ein Lückenschluss unbedingt notwendig ist. Hoher Lärmpegel bedeutet gesundheitliche Belastung, Stress, Kopfschmerzen und auch andere oft körperliche Manifestationen. Keiner von uns will das haben. Jeder von uns will auch für seine Familien, für seine Kinder ein ruhiges Zuhause. Außerdem bedeutet Lärm auch finanzielle Kosten durch die Notwendigkeit, dass man dann oft besondere Dämmung, besondere Fenster einbaut und leider oft auch für die Immobilie, die man dort in der Nähe der Bahn hat, einen Wertverlust. Und das müssen die Anrainer dort in Neukirchen seit Jahrzehnten hinnehmen und sie haben schon mehrere Versuche getätigt, um das zu ändern, um dort etwas zu verbessern. Leider immer auf taube Ohren gestoßen, deswegen habe ich die Petition eingebracht, um das Problem hier zu diskutieren, um das Problem in den Nationalrat zu tragen und gerade aus diesem Grund denke ich, finde ich das auch sehr gut, dass das in den Verkehrsausschuss zugewiesen worden ist. Man muss dort auch wissen, bei der ganzen Geschichte, gerade dort Semmering-Basistunnel, dieser wird jetzt fertiggestellt, hoffentlich bald fertiggestellt. Dadurch wird der Zugverkehr noch mehr zunehmen, dadurch wird aber auch die Züge werden schneller fahren, dadurch wird die Lärmbelastung um ein wesentliches mehr. Deswegen ist gerade dort jetzt ein Lärmschutz notwendig. Und das Interessante, wenn man sich dann anschaut, die Bahn ist ja, die ÖBB ist ja nicht untätig, dort wird jetzt eine Bahnunterführung gebaut. Für mich ist dann nur fraglich, wann man dort schon Bautätigkeiten macht, warum man nicht gleich auch die Lärmschutz mitmacht. Und ja, ich bedanke mich, dass die anderen Parteien das ähnlich sehen, dass wir dort endlich was weiterkriegen. Ich hoffe natürlich auch, dass die Frau Minister Gewessler dort anstatt, dass die Millionen im Ausland verschenkt und dort das Geld im Ausland verschenkt und verbrotet, dass endlich die Probleme angeht, die wir im eigenen Land haben. Und dort Probleme gibt es ja nicht genug, nicht nur den Lärmschutz. Wenn ich mir jetzt heutzutage anschaue, jeder zweite Zug fällt aus, nur mehr Probleme. Die Ministerin ist nicht im Land, kümmert sich nicht um die Probleme, geht ins Ausland und verschenkt dort die Millionen. Das ist eigentlich eine Politik, mit dieser Politik werden wir nächstes Jahr aufräumen.